Lufthansa erhöht die Preise, zweiter Flugschreiber ist gefunden worden und denkt daran, dass ab morgen bei Merit Bonvoy die dynamischen Einlösungen starten. Ich gehe auch nochmal auf die Problemfälle dabei ein. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Ja, an dieser Stelle natürlich wie immer der Abonnierbefehl. Denkt daran, dass ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht und ganz, ganz wichtig, kommentiert und den Beitrag liked. Der zweite Blackbox-Fund bei der WU5735. Nachdem man die erste Blackbox gefunden hatte, um die Rätsel des Absturzes der Maschine mit 132 Toten zu lösen, hat man auf den zweiten gehofft, weil der erste ja der Chip etwas problematisch ist. Ja, den zweiten hat man jetzt gefunden in der Absturzstelle und dieser orangefarbene Container, was es ist in Wirklichkeit, das ist so eine längliche Box in Orange mit schwarzer Schrift drauf. Und dieser wurde 1,5 Meter tief in der Erde im Hang entdeckt. Daran sieht man, was da für eine Kraft hinter war, für einen Impact. Und das ist jetzt der Flight Data Recorder, weil der erste Recorder, den man gefunden hat, das war der Sprachrekorder. Ja, man hofft sich von beiden Rekordern Aufklärung, was mit der 737-800 passiert ist. Man hat auch im Labor untersucht, man hat keine Sprengstoffreste gefunden. Man hat da gedacht, dass es Feuer gibt, aber es gibt auch kein Anzeichen von Feuer an Bord. Das Flugzeug ist intakt und ohne Rauch abgestürzt. Anhand von Genanalysen wurden 120 Tote identifiziert. Davon waren 114 Passagiere und 6 Crewmitglieder, wie die Behörden berichtet haben. Ja, China Eastern hat am 21. März bekannt gegeben, dass am 21. März alle verstorben sind. Und auch der Hersteller Boeing sprach den Familien, den Betroffenen, seine Kondolenz aus. Boeing unterstützt das Ganze, die NTSB unterstützt das Ganze und der Absturz ist und bleibt ungewöhnlich. Deshalb hoffen wir, dass wir da einen Grund finden, weil die Trümmerteile haben sich wirklich senkrecht in den Boden gerammt und man muss einfach mal schauen, woran das liegt, dass es da keinen Fehler gibt. Air France KLM, eine Fluggesellschaft, die mehr tot als lebendig war. Zumindest habe ich das immer irgendwie für mich so gedacht und wenn ich so in der Fachpresse mit Leuten philosophiert habe, beziehungsweise gelesen habe, da habe ich halt gedacht, wenn in Europa einer über die Klinge geht durch Corona und was da alles ist, dann Air France KLM oder zumindest, dass man sich dort zerlegt. Aber der französisch-niederländische Aviation-Konzern hat seine Kosten in den Griff bekommen. Man hat eine milliardenschwere Kapitalerhöhung gemacht und will jetzt in 2022 der Krise auf Wiedersehen sagen, so wie es die Lufthansa gemacht hat. Man hat in 2021 alle Erwartungen, die der Kapitalmarkt hatte, übertroffen. Man hatte mit 254 Millionen Euro operativen Verlust gerechnet. Und jetzt festhalten, aber man hat 176 Millionen Euro operativen Gewinn gemacht. Ja, ganz genau. Und damit stellt das vierte Quartal auch das Quartal 2019 in den Schatten. Was hat dafür gesorgt? Ganz einfach natürlich, die USA, die wieder geöffnet worden sind, haben da laut dem Konzernchef Ben Smith den Gewinn ja möglich gemacht. Aber auch die Fracht, das Frachtgeschäft ist ja mittlerweile ein hartes. Aber Ben Smith sagt ganz einfach auch, strikte Kostenkontrolle. Ja, wir haben unsere Kosten im Griff. Kennt ihr das nicht auch von der Lufthansa? Also insofern immer wieder wie im richtigen Leben, schaut auf die Kosten, weil das Geld, was ihr beim Ausgeben spart, müsst ihr weniger einnehmen. Und man hat ja auch vor der Krise schon einen Plan gehabt, um das Ganze zu restrukturieren. Es gab ja auch Lagerkämpfe und das war ja auch der Grund, warum ich gedacht habe, Air France KLM hat da ein Problem auch mit den Aktionären und den Gewerkschaften, weil natürlich Frankreich so ein kleiner Gewerkschaftsstaat ist. Und ja, man hat die Firma auf Kurs gebracht. Und da muss man dem Kollegen Smith, der 2018 von Air Canada gekommen ist, sagen, er hat den Kurs gebracht und hat da natürlich dann gesagt, hey, das ist gut. Air France KLM hat ja auch dadurch, dass man die Kontflotte
ja, standardisiert hat im vierten Quartal, da wesentlich bessere Erfolge gehabt. Das heißt also, man hat 5A220-300er übernommen, hat abgegeben Embraer 3318er, ein 320er und 4 Canadair CRJ700. Und damit sieht man ja auch, warum KLM auf den 320er umsteigt. Ganz einfach deshalb, damit man wirklich eine etwas homogenere Flotte hat. Und das ist ja auch das Thema. Transavia mischt ganz gut im Touristengeschäft mit. Das ist die Fluggesellschaft, die wir bei Lufthansa Eurowings nennen würden. Und man hatte zwar 96% weniger Kapazität im System, aber die Stückkosten gegenüber dem vierten Quartal 2019 sind gesunken. Das ist ein Indikator dafür, dass man halt billiger geworden ist. Jetzt lasst uns nicht weiter über diese ganzen Sachen sprechen, aber man hinkt halt wirklich beim Neustart den Kollegen und Mitbewerbern oder Mitfliegenden Lufthansa und IAG aber nicht mehr hinterher. Und man hat genauso die Hausaufgaben gemacht. Kapitalerhöhung, bla bla. Also 4 Milliarden Rückzahlungen an den Staat. Also insofern will man dann einen Strich ziehen. Wünschen wir doch den Kollegen in Frankreich und in Amsterdam viel Glück bei dem Ganzen. Ja, was haltet ihr davon, von der Geschichte mit der KLM Air France? Denkt dran zu kommentieren. Ist das eine Fluggesellschaft, die ihr mögt? Oder sagt ihr, eher nicht? Transavia war ja das Eurowings Discover Gegenstück und jetzt gibt es bei Discover, also ich meine, die wachsen ja wie bekloppt und wenn man sich das Ganze anguckt, man hat sich ja links und rechts Flugzeuge bei der Eurowings selber gemietet, das weiß also zum Beispiel 10 Stück von der Air Baltic, die jetzt in Düsseldorf stationiert worden sind und noch andere Flugzeuge und jetzt kommt die Eurowings Discover und sagt, na, wir nehmen noch ein paar 330er. Im Wettlease und man rechnet halt wirklich im Sommer mit riesen Nachfrage und da sucht man halt Wettlease-Partner. Ein Wettlease-Partner, den ich so persönlich nicht auf dem Zettel gehabt habe, ist das so, dass man natürlich bei der Finnair vorstellig geworden ist, weil die Finnair sagt, wir machen unser Geschäft Richtung Asien im Moment so ein bisschen problematisch mit den Russen und so, können nicht drüber fliegen, lohnt sich für uns auch nicht, wir haben Wettlease im Angebot. Und da hat die Eurowings Discover wohl zugeschlagen. Ich hatte ja schon erzählt, dass von Mai bis Oktober A220-300 für Discover auf der kurzen Mittelstrecke eingesetzt werden. Von der Air Baltic kommen die. Dann kommen die natürlich auch zum Einsatz. Warum? Ganz einfach, weil man diese Peaks abfedern möchte. Und man hat inzwischen 9 aktive A330er, hat aber auch bald 6 A320er. Ja, 3 sind aktiv, 3 kommen noch. Und man möchte halt sehr, sehr viele Ziele anfliegen. Man hat jetzt zum Beispiel auch Las Vegas, Salt Lake City, Calgary, Panama, Victoria Falls, Kilimanjaro und so weiter hinzukommen. Und deshalb prüft man halt wirklich verschiedene Szenarien, um auf alles ja, vorbereitet zu sein. Und da spricht man halt mit Finnair. Warum? Ganz einfach, wie ich ja schon sagte, Finnair hat halt wirklich Flugzeuge wie Sand am Meer, die sie nicht benutzen können, weil sich gewisse Strecken einfach nicht lohnen. Und da sind halt 4 Airbusse 3330 in der Diskussion. Für beide wäre es eine Win-Win-Situation. Einmal Finnair wird seine Flieger los, die sie gerade nicht benutzen können. Und das andere ist ganz einfach, Eurowings will wachsen. Und das sieht man dann an den Russland-Verbindungen, weil man halt wirklich, man kann nicht nach Asien fliegen, man würde halt einmal oben rumfliegen, unten rumfliegen, ist für Finnair ein Problem. Ich habe für Singapur zum Beispiel jetzt neue Flugzeiten bekommen. Mein Flug geht in Singapur früher los und dauert auch fast gefühlte 3 Stunden länger. Also insofern, ich werde euch da auch im Loop halten, wie es sich ausgegangen ist. Lufthansa, da muss ich wieder ganz, ganz tief Luft holen. Und Lufthansa erhöht die Ticketpreise. Ja, ich hatte es ja schon angedeutet, dass Lufthansa sagt, man möchte die Preise erhöhen. Und man sagt jetzt, man hat die Preise erhöht zwischen 30 und 200 Euro. Der Grund ist natürlich der Ölpreis. Ja, ganz genau. Also der Ölpreis, die sind ja gestiegen. Das habt ihr an der Tankstelle gesehen. Hat natürlich nicht nur den Grund, dass Öl knapp geworden ist, sondern auch einfach, dass spekuliert wird. Und gerade Flüge auch nach Asien, wie es ja bei Finnair gesagt hat, die gehen oben rum, unten rum und wie auch immer. Aber halt nur nicht durch Russland oder auch Ukraine. Und damit ist es halt so, dass Fliegen länger geworden sind und damit sind die Flüge auch noch teurer geworden zusätzlich. Deshalb sagt man ganz einfach, dass bei einem Economy-Class-Ticket
30 Euro mehr genommen werden. Das gilt für die Lufthansa, für die Swiss, Austrian, Eurowings, Air Dolomiti und Brussels. Geht dann über die Premium Economy mit 50 und bei der Business Class sind es 100 und das Maximum sind bei der First Class 200. Aktionstarife und touristische Ziele, gerade in Südamerika, wo es ja Sales gibt hin oder so weiter, das ist dann etwas ausgenommen. Aber wir merken ja schon, dass die Preise nicht wirklich runtergehen. Und ja, seit heute sind halt gerade Ziele nach Amerika, Panama, Kanada, Costa Rica auch teuer geworden. Preist einfach mal einen Flug durch, wenn ihr mit meinem buchen wollt, da seht ihr es am besten. Da zahlt ihr in Mittelamerika zum Beispiel nur 100 Euro mehr. Innerhalb Europas und Deutschlands, aber auch nach Japan, also Asien weiter, werden halt die Preise wirklich erhöht. Jetzt seid ihr natürlich, scheiß Lufthansa. Nein, das machen alle Fluggesellschaften. Die Air France hat es schon gemacht um 7-8%. Emirates hat das ja gemacht und Japan Airlines, die haben es auch gemacht. Delta zieht es in Erwägung, obwohl sie als eigene Raffinerie besitzen. Und die japanische ANA hat die Flüge nach Europa auch im Preis erhöht. Ja, ganz genau. Und der Grund ist immer angegeben worden, Kerosinpreise. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Mitnahmeeffekt ist und inwieweit die Fluggesellschaften sich dann ehrlich machen, wenn es dann mal mit den Preisen runtergeht. Aber wir werden sehen. Das Problem, was wir natürlich haben, ist auch, dass das Angebot sich verringert. Ja, ganz genau. Also die Nachfrage ist identisch, aber das Angebot verringert sich. Und damit ist es halt wirklich so, dass dann Angebot, Nachfrage, ihr kennt das ja, wo sich der Markt trifft. Also geht der Preis nach oben. Schade eigentlich. Kommentiert unten dazu, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt. Danke. Ein Service-Post, den wir heute auch noch machen, das ist am 29.03. gibt es neue Werte. Und zwar die Marriott Bonvoy-Jungs haben ja eingeführt dieses Off-Peak, Peak und so weiter, so wie Hyatt das auch gemacht hat. Aber sie wollen jetzt dynamisch werden. Ja, das heißt ganz einfach, dass der Zimmerpreis, so wie bei Hilton zum Beispiel, der Nachfrage angepasst wird, der Punktewert. So, das heißt also, dass diese Anpassung nur teilweise jetzt eingeführt wird. Gott sei Dank, das gilt nicht für alle Hotels, aber es ist halt ein Riesenproblem. Und wenn man das so sieht, auch wenn es nur 200 Hotels betrifft, 5.000 bis 30.000 Punkte Erhöhung. Ja, ganz genau, das muss man halt einfach mal gucken. Und deshalb, das ist, also ich finde das krass. Ich habe dafür kein Verständnis, weil es das Spiel einfach langweilig macht. Und die Einlösung für die Hotelketten ändern sich ja auch nicht. Das heißt also, wenn ich ein Hotel habe, bekomme ich ja auch nicht mehr Geld zurück von Corporate, weil ich ein Zimmer auf Punkten oder auf einen Voucher rausgegeben habe. Finde ich persönlich ein bisschen schade, aber nun gut, was willst du machen? So ist das Spiel. Gebt euch mal einfach die Beispiele, um das mal zu sagen. Ich musste einfach mal auf den anderen Monitor gehen. Da haben wir zum Beispiel Hotels, die 5.000 Punkte hochgehen, da gehe ich auf Europa, da ist einfach nur das Courtyard in Oxford. Wenn es dann um 10.000 Punkte geht, dann haben wir in Europa schon etwas mehr, das Aegean Mykonos, das Château de la Restless Design, dann Le Metropolitan, Marriott Village de France, dann Ritz-Carlton Cancun ist in Mexiko eins, was sehr beliebt ist, aber da sind wir ja schon wieder aus Europa raus. Und dann last but not least, dann sollten wir nochmal gucken, wo es dann um 20.000 Punkte geht. Das wäre dann auf Corfu, das Property. Dann Costa Smeralda gehen drei Stück hoch, das Hotel Cala di Volpe, Hotel Petrizza und das Romazzino. Ja, ganz genau. Also insofern auch das W. Verbier, das St. Regis Marval Mallorca wird auch teurer. Und Ritz-Carlton in Genf, nur um euch einige zu nennen. Es gibt da eine PDF-Datei. Und dann in der Top-Kategorie, wo es um 30% hochgeht, das sind dann die Bunker, wie zum Beispiel das Bodrum Edition, hatte ich ja letztens auch genannt, oder das Renaissance Hotel, das beide, das Vendôme und das Arc de Triomphe. Und es sind noch einige andere, aber wer gucken möchte, Ritz-Carlton Jeddah oder Ras El Khaimah wird auch teurer. Wobei ich das ehrlicherweise jetzt nicht verstehe.
Nichtsdestotrotz, was könnt ihr dagegen tun? Ganz einfach, bucht jetzt noch Hotels, bevor sie teurer werden, damit ihr von den niedrigen Preisen profitieren könnt. Insofern, wenn es nicht genutzt werden kann, ihr könnt es ja immer noch stornieren. Was gibt es von meiner Seite aus noch zu sagen? Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff in einer Folge am Tag vor dem Stammtisch. Ganz genau, ich erinnere nochmal dran, morgen ist der Stammtisch in Frankfurt. In Frankfurt abends 18 Uhr im Hyatt Place am Flughafen. Kommt zahlreich, kommt viel, ich habe einige Anmeldungen. Kommen auch neue Gesichter, da freue ich mich drauf. Ich freue mich auf euch und ich freue mich, wenn ihr die Glocke anmacht, den Kanal abonniert, kommentiert und uns ein Like da lasst. Danke dafür, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Also, bis dann, ciao.